Trapezmuskulaturen des Rückens, die in den Bereich nach unten sich ziehen, die haben einen Ursprung im Bereich des Nackens da oben. Und wenn man so Knoten oder Hypomobilität, also wenig Bewegung da sich merkt, dann ist ein Hinweis, dass du da eine Problematik hast. Und das kann man hier schon mal bei dir schon gut merken. Ja. Ne? Genau, und das sollte eigentlich in dem Bereich hier auch dementsprechend auch als Triggerpunkt bezeichnet. Und dafür würde ich gerne mal ganz entspannt locker. Ja, ne? Das war schon ganz gezielt. Und jetzt gehe ich mal wieder. Dann merkst du es ganz anders, ne? Ganz anders. Mhm. Übergang zwischen Nacken und Brustwirbelsäule. Das ist, wenn man sich auch oft mit Schulterschmerzen, ne? Aber es hat nicht mit Schulter zu tun, ist eher in dem Bereich. Kopf drehen, weiter, ganz entspannt, locker. Ja, locker, zwischen Pferde. Okay, bevor wir jetzt mit dem Schlusswort anfangen. Ja, merkst du schon. Alles perfekt. Ha ha.